Hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von Forza Horizon 4. Ja, es ist nicht mehr lange bis zu 100 und deswegen läuft es heute auch ein wenig anders ab. Denn eigentlich fahre ich ja mal neue Autos oder Autos, die ich bisher noch nicht gefahren bin, aber den Kollegen hier, den 2018er Kia Stinger GT, den kennt man schon. Den bin ich schon mal gefahren, habe ihn auch sehr gemocht. Ich werde den jetzt auch noch ein wenig weiterfahren. Denn wir machen weiter mit British Racing Green. Mir fehlen mir ja noch zwei Herausforderungen, die ich nicht auf 3 Sterne habe. Natürlich auch gern. Und bis Folge 100 Rennfang werden wir, glaube ich, eher wenig. Halt, was wichtig sind mir die Horizon Stories. Wir finden jetzt noch 2 Kapitel bei British Racing Green und ich glaube 4 Kapitel bei Ischers Taxen. Dann alle PR-Stands auf 3 Sterne und die Bonus-Tabeln. Das ist so mein Ziel, was ich in diesen Folgen machen möchte, bis Folge 100. Folge 100 wird ein Special und ab Folge 101 wird es wieder in Anführungszeichen normal weitergehen. Ich will erstmal alles hier im Spiel schaffen, was es noch zu schaffen gibt. Das sind hauptsächlich diese 3 Sachen. Sicherlich kann ich noch andere Sachen hier im Spiel machen, aber das sind so die wichtigsten Sachen. Die Horizon Stories, PR-Stunts und Bonustafeln. Wofür es auch Erfolge gibt, die ich natürlich auch alle haben werde. Und ich will auch in dieser Season alle Gamerscore haben. Schon mal Rallye gefahren? War nur ein Witz. Wir haben doch alle gesehen, was du so getrieben hast. Wir filmen das nächste Stück woanders. Du wirst schon sehen, warum. Okay. Was ich auch mal ganz kurz gucken möchte. Moment. Ich muss es doch mal beenden. Denn ich habe gerade natürlich nicht darauf geachtet, was ich für 3 Sterne machen muss. Wie schnell ich da sein muss. Das wäre auch nicht ganz unwichtig zu wissen. Aber ich kann das Teil des Stinger GT, muss ich wirklich mal sagen. Den hätte ich auch zwischendurch hauptsächlich... Mann! Fuck, Alter! Jetzt hätte ich... Nein! Gefahren? War nur ein Witz. Wir haben doch alle gesehen, was du so getrieben hast. Wir Mann! Finden das nächste Stück woanders. Du wirst schon sehen, warum. Ja, schön für dich, Rebecca. Mann, ich bin doch dämlich, ey. Ja, es ist Freitag. Ich will in dieser Season alles fertig bekommen. Das heißt auch, dass jetzt alle Folgen bis Folge 100 auch in dieser Season aufgenommen werden. Sprich im Frühling. So, Versuch Nummer 3. Solo. Jetzt. Okay, 50 Sekunden. Nette Autos. Ich darf sogar meinen Stinger erstmal behalten. 5,4 Kilometer. War nur ein Witz. Wir haben doch alle gesehen, was du so getrieben hast. Wir filmen das nächste Stück woanders. Du wirst schon sehen, warum. Hoffe ich doch. So, wieder tolle Musik. Ich glaube, der Wagen hat auch wieder Serienleistung. Das ist nicht das Tuning aus dem Let's Play. Da habe ich mittlerweile einige Male geändert, auch mal mit Motorswap, mal mit Allrad, mal nicht. Jetzt hat er wieder einen normalen Heckantrieb, ich glaube, sie haben Leistung. Ansonsten ein bisschen getunt. Ein bisschen leichter, ein bisschen tiefer und sowas und Getriebe und Felgen und alles. Das ist natürlich alles gemacht. Aber Motorleistung nicht. Ich habe ja im Spiel genug Powerlimousinen, die mega schnell sind. Deswegen auch eine mal, die nicht ganz so schnell ist. Das Ding ist immer noch schnell. Ich meine, 370 PS in der Serie. Aber nicht ganz so übertrieben. Jetzt kein M5 oder so. Von der Leistung ja. Von der Fahrzeugklasse auch nicht. Wenn BMW, dann würde ich eher sagen als Konkurrenten M3. Oder ein 3er BMW. Aber nicht 5er. 5er ist zu groß. Echt ein schönes Teil, finde ich. Habe ich leider echt bisher noch nicht gesehen. Würde ich aber gerne mal. Ich meine, ohne jetzt BMW zu haten, klar, ein 3 BMW oder ein M3 ist cool, aber wie auch ein bisschen langweilig. So. Guten Tag. So ein Kia sieht da doch schon ein bisschen ansprechender aus. Ein bisschen erfrischender. Aber nichts gegen BMW. Auf gar keinen Fall. Das amerikanischste aller Autos. Aber der Ford Escort? Oh, der ist britisch. Und nicht nur das.
Für viele war er am Ende gleichbedeutend mit Gruppe B. In den 70ern nahm Ford dieses Schicksal an und begann eigene Meisterschaften zu organisieren, um neue Fahrer zu finden. Fahrer für Autos wie den RS 1800. Ja, das Auto. Dieses Auto wurde speziell für Rallyes entwickelt, mit einem leistungsstarken Cosworth BDE-Motor, mit 1790 Kubikzentimeter Hubraum. Alter, der Leistung. So, so tricksen. Ich bin nicht dämlich. Der RS 1800 sammelte 17 Rallye-Weltmeisterschaftssiege für Ford. Na? Sicher, dass dieses Auto 16 Weltmeisterschaften gewonnen hat? 17 Ford Rennen vielleicht, aber doch nicht 17 Weltmeisterschaften. Modell entwickeln. Der RS 200 Evolution war die Antwort. Ein spezial gefertigter Rallye-Wagen mit nur einem Ziel, Gruppe B zu gewinnen. Das ist echt ein Mörderteil. Aber der hat auch niemals 17 Jahre lang die WM gewonnen. 1,8 Liter Ford Cosworth BDT-Motor und Allradantrieb hatte der RS 200. Kann ich zurückspulen? Die seinerzeit wohl best. So. Gucken, wo ich jetzt neu starte. Ich hoffe bei dem RS 200. Eigentlich schon. Jawohl. Was ist denn diese Kackmusik, Alter? Mit einem turbogeladenen 1,8 Liter Ford Cosworth BDT-Motor und Allradantrieb hatte der RS 200 die seinerzeit wohl beste Aufhängungsplattform aller Autos. Ich muss einfach nur laut reden, dann geht das mit der Musik auch eigentlich halbwegs klar. Nur wieso ist denn mit der Musik geworden? Das verstehe ich halt immer noch nicht. Warum man das nicht einstellen kann. Ja gut. Zum Glück baute Ford 200 von ihnen als Teil der Homologationsregeln für Gruppe B. Also sind sie noch zu finden, wenn man Glück hat. Yes, geschafft. War auch nicht schwer. Zum Glück. Wenn man zumindest ein bisschen bescheißt. Aber ist das wirklich bescheißen? Also, ich meine, ich habe also sowieso nicht betrogen. Ich habe mir die Möglichkeiten ausgenutzt, die mir gegeben wurden. Ganz einfach. Und ich würde auch nicht sagen, dass das unfair ist. Das Spiel gibt ja die Möglichkeit. Egal. Geschafft ist geschafft. Und auch mal ein California T gewonnen. Den habe ich schon. Ist aber ein cooles Auto. Und immer noch besser als Klamotten zu gewinnen. Ich habe schon 106 Millionen eingenommen. Ach du Scheiße. Und gleich vielleicht noch mehr. Ich kann ja mal im Forza abgucken. Da müsste es ja eigentlich auch wieder Credits geben. So. Kann ich die direkt mal abholen. Ich glaube, es gibt wieder Credits. Für mich gibt es dann in Horizon 4 300.000 Credits. Die kann ich mir jede Woche holen. Deswegen, wer Geld braucht, sollte auch jede Woche ins Forza abschauen. Genau. Da kann man jede Woche, abhängig von seinem Tier, was gleichbedeutend ist wie sein Level, braucht man Credits. Ich bekomme 1,8 Millionen Credits aufgeteilt auf die ganzen Spiele. Und ich kriege in Horizon 4 dafür jede Woche 300.000. Für meinen Rang. Den sehen wir hier. Ich bin auch nur Rang 10. Das ist nicht so viel. Ja, ich habe es schon gespielt. wo sieht man hier zum Beispiel was? Horizon 4. Da habe ich eigentlich alles bis auf Car Masteries completed. Das ist aber irgendwie ein bisschen verbuggt. Forza 7, ja gut, das habe ich auch nicht so viel gespielt. Horizon 3 habe ich alle. Forza 6 habe ich... Habe ich alle. Horizon 2 habe ich alle. Forza 5 habe ich ja nicht gespielt. Forza 4 ist nicht. Horizon 1 hätte ich wahrscheinlich sogar alle, fast alle gehabt. Mit meinem 360-Account. Ich habe auf der Wall nicht so viel gespielt. Und ja, gut, Forza 4, Forza Motorsport 3, Forza Motorsport 2.
Habe ich alle auf meiner Xbox 360 gespielt, aber das ist ein anderer Account. Und die 360 habe ich sowieso nicht mehr. Aber theoretisch hätte ich dort noch deutlich mehr Punkte. Wenn man alles zusammenzählt. Also ich bin schon kein Neuling mehr. Ich war vielleicht für ein Neuling, aber ich bin keiner mehr. Ich meine, die feiern dieses Jahr mein 10-jähriges in Forza. Nummer 37. Mini. 1,20. Also im Jahre 2019 spiele ich schon seit 10 Jahren Forza. Es hat angefangen mit Forza Motorsport 2 im Jahre 2009. Wir sind fast fertig. Wir haben uns das Beste für den Schluss aufgehoben. Eine Rallye im britischsten Auto überhaupt. Steig ein, schnall dich an und leg los. Das Was? wird perfekt. Was anschnallen? Braucht man nicht. Kannst du knicken. Es gibt ein Auto, das in Großbritannien gebaut wird, das zu Recht als eines der einflussreichsten Autos des Jahrhunderts gilt. In 100 Metern links abbiegen. Es ist ein überraschend geräumiges kleines Stadtauto mit seitlich angebrachtem Motor. Es ist eine Ikone der Popkultur. Es wurde auf jedem Kontinent gebaut, auf dem es Autofabriken gibt. Es ist der Mini. Ah, wird Der schon Mini sein. Cooper S wurde als Leistungsfahrzeug gebaut. Mit tieferen Motoren, Doppelvergasern und Vorderradscheibenbremsen gewann dieses kleine Kraftpaket mehr als 30 Rennen in dem 1900. Boah, Alter, der schwimmt aber auch ein bisschen, ne? Also, Friedung ist ungefähr so weich wie Butter. 60ern und Wenn sie nicht gerade im 1970ern. Kühlschrank lag. Ein Mini Cooper S mit der Nummer 37 holte sich den ersten Platz bei der Monte Carlo Rallye 1964. Mit den Fahrern Paddy Hopkirk und Henry Niven gewann zum letzten Mal eine komplett britische Crew die Veranstaltung. In 200 Metern links abbiegen. Neunzehnhundertneunundneunzig wurde das einflussreichste Auto des 20. Jahrhunderts als Auto des Jahrhunderts ausgezeichnet. Der Mini wurde Zweiter. Er wurde vom Ford Modell T besiegt. Haha. Das ist wohl fair. Das ist, glaube ich, gerade so genehmigt. So, guten Tag. Es wurden 5,3 Millionen Minis verkauft, womit er das beliebteste britische Auto ist. Bis zu welchem Jahr? Jetzt bis 2018 oder? Oder von welchem Mini? Von Mini, dem englischen Mini oder dem sogar Und mittlerweile dann nahm deutschen Mini? BMW im Jahr 2000 die Produktion des Mini wieder auf und Genau, haucht der BMW. Kultmarke neues Leben ein. Wenn der Mini der 1960er sich auf die Straßen von Monte Carlo konzentrierte, hat der X-Raid Countryman es auf etwas Härteres abgesehen. Meine PR, was? Zum Beispiel die Wüsten und das unwegsame Gelände in Dakar. Ein Witzbold sagte einst, dass das einzige im Mini-Format in diesem Monster das Gaspedal sei. Aber ich denke, darum geht es gar nicht. Ich glaube, ich muss hier sogar den ersten Teil wirklich normal fahren. Links abbiegen. Und wieder Baum gefahren, ne? Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Mann, hey, wieso geht denn die Musik immer an? Zum Beispiel die Wüsten und das unwegsame Gelände in Dakar. Ein Witzbold sagte einst, dass das einzige im Mini-Format in diesem Monster das Gaspedal sei. Aber ich denke, darum geht es gar nicht. Was im Maximalformat ist in diesem Der Auto ist diese Countryman ist Verschandlung, deutlich größer als der Mini V8-Motor. Cooper. Das muss er auch sein. Ein Abschnitt in Dakar verlangt tonnenweise Ausrüstung. Wow. Wieso baut man da denn in so ein Ding ein V8 rein? Warum? Man könnte ihn einen Panzer nennen. Er klingt auch ein bisschen so. Auf jeden Fall klingt das Ding wie ein Panzer. Sicherlich mit einem Mercedes vorab. Ich will aber Vollgas fahren. Kann ich da irgendwie trotzdem so rutschen? Boah, geht ja mal gar nicht. Also man lenkt ein und ja, wie man sieht, passiert so ungefähr gar nichts. Alter, es ist doch nicht euer Ernst, oder? Das macht der Verachter auch nicht gerade besser. Ja, natürlich. Der Instant-Stein, wer kennt ihn nicht? Ja.
Straight-Abteilung von Mini mit dem Konzept hierfür anfing, hatte sie genau ein Ziel im Kopf. In Dakar zu gewinnen. Und das tat sie. Jedes Jahr. Ja, also nicht da. Öfters mal gewonnen. Von 2012 bis 2015. Boah, Alter. Und die Kurvenlage ist echt nicht so geil. Das macht der Verbraucht auch nicht gerade besser. In 100 Metern rechts abbiegen. Das Auto ist dazu gemacht, 2 Wochen lang durch Wüste und Ödland zu fahren. 5 Kilometer über dem Meeresspiegel. Und trotzdem fährt er sich wie ein Hot Hatch auf einer schönen, trockenen Landebahn. Besitzer kommen und gehen. Ein Auto wie der Mini vermacht mehr als nur die Schlüssel. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Mini-Flügel noch ein weiteres Jahrhundert lang fliegen sehen. Leider kommen und gehen Autos. Ist das echt so? Das ist doch eine gar nicht mal so geringe Anzahl an Leuten gibt, die halt sich Autos leasen, halt auch Autos nur relativ kurze Zeit fahren und dann wieder ein neues Auto fahren. Ist doch nicht schade. Man kann auch im Wagen auch ein bisschen länger fahren. Also nicht so mindestens 4 Jahre. Das finde ich jetzt auch gar nicht mal so lang. Ich weiß, was ich weiß, wir haben auch bei uns Feriengäste. Wir vermieten eine Ferienwohnung. Und die kommen auch schon seit langer Zeit häufig zu uns. Jetzt nicht jedes Jahr, aber doch schon. Klingt so, als ob diese Doku 2 Jahre, denke ich mal schon. Oder? Zumindest die Teile mit dir und Beck. Der Produzent hat mich angerufen und gesagt, du hättest es nicht besser machen können. Dankeschön. Und seitdem ich sie kenne, weil das auch schon gar nicht mal so wenig ist, also seit über 10 Jahren, denke ich mal schon. Seitdem kommen sie mit einem Golf 2 in Rot. Und den Wagen haben sie auch schon sehr lange. Der kriegt auch bald ein H-Kennzeichen. Und die haben das Auto seit über 25 Jahren. Ist doch toll. Ich finde sowas cool. Wenn man das dein Auto länger behält. Deswegen muss es nicht gleich so lange sein. Und nicht sich alle 2 Jahre ein neues Auto kaufen. Das finde ich schade. Sich über das Auto danach noch einen anderen Besitzer gehen, aber trotzdem. Ich finde das schade. Ich meine, mein Corsa werde ich ja auch auf jeden Fall 4 Jahre fahren. 1 Jahr vor der Ausbildung und die 3 Jahre während der Ausbildung. Werde ich meinen Corsa auf jeden Fall fahren. Wollte ich noch länger fahren, mal gucken. Wenn man sich irgendwie hält, habe ich ein cooles Auto. Aber die Ansprüche an Autos sind auch nicht weltbewegend hoch. Ich meine, so ein bisschen was verlange ich jetzt schon. Also ich will jetzt schon eine Zentralverriegelung haben oder elektrische Fensterheber. In 400 Metern rechts abbiegen. So Kleinkram jetzt, ne? Ich will jetzt nicht elektrisch verstellbare Massagesitze und was weiß ich alles. Und einen Abstandsassistenten und weiß der Geier was. Ich will einfach nur ein Auto haben, womit ich fahren kann. Und man halbwegs komfortabel auch fahren kann. Das ist mein Opel definitiv. Ich bräuchte nur ein längeres Getriebe und einen 6. Gang. Damit wäre die Welt eigentlich schon viel besser. Der Verbrauch ist auch gut. Jetzt, ich sag mal, so im Winter, wo es ein bisschen kälter ist, ist der Verbrauch natürlich höher. Was ich nicht ganz so gut finde, aber es ist halt so. Dazu denke ich mal, fahre ich den Wagen ziemlich sparsam. Ich meine, mein Auto ist angegeben mit 6,1 Liter auf 100 Kilometer. Im Sommer fahre ich den meistens zwischen 5,5 und 6 Litern. Und jetzt im Winter, ja, so 6 bis 6,3 Liter eigentlich. Aber über 6,3 komme ich eigentlich nicht. Auch nicht im Winter und auch nicht, wenn ich Autobahn fahre. Du hast dein Ziel erreicht. Ich weiß nicht. Ich könnte es mir, denke ich mal, leisten, nicht so sparsam zu fahren. Weil ich glaube, wir reden jetzt auch nicht hier von einem Betrag an Spritkosten, also ich glaube nicht, dass das so übertrieben viel teurer wäre, wenn ich ein bisschen anders fahren würde. Aber ich bin es halt so, weiß nicht. Natürlich wird mir auch in der Fahrschule schon beigebracht, relativ sparsam zu fahren, was ich auch gut finde.
und das Geld dazu hat oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich finde, wenn man es machen kann, mit sparsam fahren, meine ich jetzt nicht irgendwie auf der Landstraße mit 60 rumgurken. Das meine ich jetzt nicht. Ich fahre schon normal. Ich schleiche nicht durch die Gegend, fahre unnötig langsam. Hat damit den ganzen Verkehr auf, das mache ich nicht. Aber ich versuche schon natürlich sparsam zu fahren. Was mir natürlich auch anhand des Verbrauches, entweder gelingt mir das ziemlich gut oder der Wagen ist zu gut angegeben. Natürlich hört man von vielen Leuten, dass sie halt ihre Herstellerangabe, dass sie die überhaupt nicht erreichen können. Kann So natürlich auch viele am Fahrstil Fahrten, liegen, so ne? viele Kunden. Ich würde ja jemanden einstellen, der mir hier hilft, aber dann hätte ich nur mehr Zeit, wegen anderen Sachen in Panik zu geraten. Nach Escher. Hier ist einer. Ich habe den Abholort bestimmt. Er liegt draußen auf dem Land. In 200 Metern rechts abbiegen. Gerade schön in den Stinger gefahren und jetzt fahre ich hier rechts so. abbiegen. Gott. Es wird ein bisschen tricky werden, hier alles auf der Stelle zu bekommen. Mit einem Austin mit V12 Racing Motor. Aus dem ich glaube, war es R50 GT? Müsste es sein. Der so mal locker so bis 11.000 dreht. Warum auch nicht? Der Corsa dreht bis 6.5. Also da kommt der Drehzahlbegrenzer. Ich kann auch noch ein bisschen reindrehen, wenn man möchte, aber auch bei 6.000 hört sich so ein Auto nicht gesund an. Das einfach nicht ausgelegt ist. Ich glaube, wenn du mit einem GT3 kurz bei 8000 Drehungen bist, oder vom Drehzahlbegrenzer, halt weit oben, das stört den, glaube ich, nicht so hart, wenn ich mit meinem Corsa bei 6000 Drehungen bin. Achso, aber parken. Moment. Zählt das Parken hier eigentlich, oder die hier hinfahrt, auch zu der Zeit? Also die, zu den 1,10, die ich schaffen muss? Ich hoffe mal Wo ist nicht. jetzt der Fahrgast? Oh, los, mach schnell, bevor es anfängt zu regnen. Ja. Sehr gut aufgepasst, Escher. Ich Das habe regnet deine schon optimale seit Route einer Weile. berechnet und sie an dein Navi geschickt. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug andere Dinge zu tun. Ey, Schlappe, steig mal ein. Hier machen wir wieder jetzt alle Frauen zum Herzen, ich weiß. Alles in Ordnung? Ich bin klitschnass. Danke der Nachfrage. Und jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh. Bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? In 400 Metern scharf links abbiegen. Ja gut, schön und sauber. Naja, durch den Regen wird es wieder sauber. Oh Gott, ey, warum tut man so ein Auto so? Muss er wirklich bei der Ryzen Story negativ anmerken. Ich finde es an sich generell die Idee und so ziemlich cool. Alles Wetter Aber doch heute, nicht mit sagt dem sie. Tuning. Wie wär's mit einem Spaziergang im Grünen, sagt sie. Wozu ein Schirm, sagt. Ja, so früh gereimst. Ich meine, natürlich aus dem Taxi zu fahren, das ist natürlich mega cool. Aber doch nicht so. Sie, was könnte schon schief gehen? Dass man wenigstens einen vernünftigen Motor reinbauen würde. Scharf Aber links doch nicht abbiegen. sowas. Oder die offene Variante oder wie mit Allrad, mit. Nee. Einfach nee. Das macht keinen Sinn. Ihr Festivalleute findet die Nässe aber toll, oder? So glatt, dass ihr quer durch die Gegend rutscht. Okay, nein. Muss die Kurve bestimmt extrem geil nehmen, dass ich auch die eine Minute 10 schaffe. Natürlich ist wieder mal dieser Wagen da im Weg, in der Kurve. Na, jetzt ging's. Weißt du, was witzig ist? Da, wo ich. Ich nicht. Ja, komme, regnet es ungefähr 105 Hallo. 50 Tage im Jahr. Und Kann wir nicht sind sein. trotzdem hier. Das In Afrika regnet es doch gar nicht. Oh Gott. Ich mach mal wieder überrascht. Feinde. In 400
200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, Bremsstück auch fantastisch. Wie soll man das bitte in 1,10 schaffen? Oder war das 1,20? Ich habe gerade nicht so richtig aufgepasst. Guck mal, es waren 1,20, die man Zeit hat. Ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme muss ein anhalten? Langes, Scheiße. Bad. Danke, wow. Du warst meine Rettung. So ist es verkackt, ne? Wetter. Wenigstens dir macht es Spaß. Ich gehe mal kurz auf Fortsetzen. Muss ich da in 10 oder in 20 schaffen? Ich will das echt wieder vergessen. Ich finde, das sollte am besten auch einfach mal oben stehen. Was man für die Sterne machen sollte. Ist immer ganz hilfreich. Ich hoffe, es waren 1,20, weil dann ist es zu schaffen. Aber in 10 muss ich aber anders fahren. Da muss ich auf jeden Fall auch hart abkürzen. Alter, wenn es jetzt 1,20 waren, ey, denn. Wow. Natürlich wollte ich nicht stand. So, Kapitel wählen. Eins zehn? Okay. Da muss ich aber wohl eine alternative Route nehmen. So viele Fahrten, so viele Kunden. Ich würde ja jemanden einstellen, der mir hier hilft, aber dann hätte ich nur mehr Zeit, wegen anderen Sachen in Panik zu geraten. Mein Beileid, Isha, du bist echt arm dran. Ich habe den Abholort bestimmt. Er liegt draußen auf dem Land. In 200 Metern rechts abbiegen. Okay, 1,10, da muss ich aber wirklich ganz woanders langfahren. Wenn man auf der vorgeschlagenen Route wirklich lang fährt. Also wie man dann 1,10 schaffen soll, das will ich sehen. Wenn das jemand schafft, das will ich sehen. Wenn man auf der. Wenn man der vorgeschlagenen Route folgt, dass man da 1,10 schafft, das ist, glaube ich, nicht möglich. Das will ich dann wirklich sehen. Der kriegt von mir 20 Euro Xbox Live Guthaben. Was ist die Route denn hier oben? Darf ich irgendwie abkürzen oder... Boah, ist echt schwer. Links abbiegen. Jetzt muss ich abbiegen. Oh, shit. Kann man schon mal übersehen, die Ausfahrt. Ist natürlich fantastisch, dieser Wagen. So. Los, mach schnell, bevor es anfängt zu regnen. Ich habe deine optimale Route berechnet und sie an dein Navi geschickt. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug andere Dinge zu tun. Optimale Route? Naja, aber nicht für 3 Sterne. Das ist, glaube ich, nicht die optimale Route. Alles in Ordnung? So. Ich bin... Dann fahre ich einfach hier geradeaus weiter. Und dann so. Ist das schneller? Das könnte sogar vielleicht einfach der Trick sein. Klitschnass, danke der Nachfrage. Jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh. Bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? In 400 Metern scharf links abbiegen. Tolles Wetter heute, sagt sie. Wie wär's mit einem Spaziergang im... Boah, nee, die Bremsen, ey. Ich bremse einfach mal jetzt hier direkt. Grün, sagt sie. Wozu ein Schirm, sagt sie. Das könnte schon schief gehen. So, Gas. Man sieht natürlich aus. Ihr Festival-Leute findet die Nässe aber toll, oder? So glatt, dass ihr quer durch die Gegend rutscht. Wow. Ich fahr einfach mal geradeaus weiter. Was
Weißt du, was witzig ist? Da, wo ich herkomme, regnet es ungefähr 150 Tage im Jahr. Und wir sind trotzdem jedes Mal überrascht. Route wird neu berechnet. In 100 Metern links abbiegen. No. Aber Alter, 1,10, bitte was? Ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme ein langes, heißes Bad. Danke, du warst meine Rettung. Genieß das Wetter. Wenigstens dir macht es Spaß. Okay, für 1,10 muss man wirklich... Ich glaube, meine Route war an sich schon mal richtig. Zumindest, einfach geradeaus da durchzubrettern. Das war, denke ich mal, schon richtig. Gibt es noch einen kürzeren Weg? Hm. Das muss ich mal gucken. Allerdings nicht mehr in dieser Folge. Das war's schon wieder. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Folge 96. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.